Wissenschaft hat halt lange versucht, Natur und Welt immer nur von außen zu begreifen. Ja? Und der momentane Stand der Neurowissenschaft zum Beispiel ist der, dass man versucht zu verstehen, wie Bewusstsein, also Subjektivität, Innerlichkeit, aus diesen materiellen Systemen entsteht. Aber wir wissen es eigentlich nicht genau. Und wenn man jetzt konsequent weiterdenkt, dann sieht man eigentlich, dass das, was ich erlebe, das sich anfühlen, wie Welt sich anfühlt, wenn ich es erlebe, das ist eigentlich nichts, was ich von außen betrachten kann. Franz Brentano hat, als er seine Habilitation 1866 in Würzburg vorgelegt hat, gesagt, die Philosophie kann nur die Methode der Naturwissenschaft übernehmen oder sie wird überhaupt keine Methode haben. Und damit meint er natürlich, die Erfahrungsmethode der Naturwissenschaft auf die Psychologie heißt auf innere Erfahrungen übertragen. Genauso hat er Psychologie definiert und hat dann versucht, durch Introspektion, also durch das Gucken nach innen, was passiert, wenn ich jetzt irgendwas mache, mir Zahlen merke oder Willensakte vergegenwärtige, was passiert, wenn ich nach innen schaue. Und historisch gesehen ist dieser Weg der Psychologie, nach innen zu schauen, ja nicht sonderlich weit gediehen. Irgendwann hat sich das aufgehört. Der einzige Schüler oder die beiden einzigen Schüler von Brentano, die das aufgegriffen haben, waren Sigmund Freud, der daraus die Psychoanalyse entwickelt hat. Der andere Weg war die Phänomenologie, die Edmund Husserl entwickelt hat und versucht hat, durch das Beschreiben der Bewusstseinsakte beim Wahrnehmen etwas nicht nur über die Bewusstseinsakte, sondern auch über die Welt zu erfahren. Das, was wir heute als Denken bezeichnen, ist eigentlich nur eine verkürzte Version dessen, was in der Antike als Denken bezeichnet wurde. Da gab es einen weiten Begriff. Also wenn ich jetzt mal so das aristotelische Noesis nehme, die Einsicht, dann ist es sehr nahe an dem, was ich als spirituelle Erfahrung bezeichnen würde. Und das, was wir heute als Denken bezeichnen, also so das logische Sezieren von Sätzen und Übersetzen in Computersprache ist eigentlich nur ein gewisser Teil des Denkens. Was mir am Schluss noch wichtig ist zu sagen, ist, dass ich der Meinung bin, dass Spiritualität als menschliche Erfahrung Gegenstand des öffentlichen Diskurses werden sollte. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird dieser Erfahrungsbereich ausgelagert und in die Hände von fundamentalistischen Kräften kommen, die dann mit ihrer eigenen Form der Interpretation die Errungenschaften dessen, was wir als Aufklärung bezeichnen, möglicherweise wieder ad absurdum führen, sodass die ultimative Dialektik der Aufklärung eigentlich, finde ich, sogar fordert, dass wir das, was die Aufklärung vermeintlich hinauskatapultiert hat, nämlich Spiritualität und den spirituellen Bereich, zurückholen müssen, damit die Aufklärung als solche überhaupt Bestand hat.